Hi Leute, heute geht's um das Thema Darmgesundheit. Thema Einläufe. Ich möchte dir heute mal vorstellen, welches Gerät ich benutze und was es da im Allgemeinen für Vor- und Nachteile gibt, nach was du dich richten kannst. Also viel Spaß beim Video. Bis gleich. Und zwar, ich habe ein neues Einlaufgerät getestet und benutzt. Und es war von euch ja immer wieder eine Frage, immer wieder, welches Einlaufgerät ich benutze. Beziehungsweise erstmal für jeden, der nicht weiß, was ein Einlaufgerät ist, erkläre ich gleich noch. Warum überhaupt Einläufe? Gibt es zig Gründe, wenn der Darm gesund ist? Ist der Mensch gesund, wie man so schön sagt. Und ein Einlauf ist ein unglaublich wichtiges Hilfsmittel, um den Darm in einen wirklich gesunden Zustand zu bekommen, um den Darm zu reinigen. Besonders, ja, wenn man den Körper entgiftet, wenn man seine Ernährung umstellt, dann ist es eigentlich ein Muss zu Beginn, würde ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Und ich habe aber dazu eben schon mal ein ausführliches Video gemacht. Es ist schon älter. Ich verlinke es mal und schaut euch einfach das Video nochmal an. Da gehe ich nochmal explizit auf die Vorteile von der Darmreinigung ein. Und auch bezüglich der Anwendung, wie häufig man das machen kann, hatte ich neulich nochmal ein Video gemacht mit dem lieben Henry, wie du das Ganze anwenden kannst. Also schaut da einfach in die Infobox, ist verlinkt. So, jetzt aber zu dem Einlaufgerät, was ich im Moment benutze, und zwar das hier, habe ich neulich zugeschickt bekommen von der Firma Eventide. Und vorher hatte ich ein einfacheres Gerät. Es war auch nicht BPA-frei. Und das ist eben auch der Unterschied. Ich habe das hier jetzt ausgiebig getestet. Das hier war jetzt mit Edelstahlbehälter. Es gibt aber eben auch eins für unterwegs. Und ich fand das mit Edelstahlbehälter, aber für daheim super. Fand ich ja sehr genial, ist angenehm zu befüllen, ist stabil. Ich finde so ein Behälter einfach noch mal schöner. Das Einzige ist eben für Reisen ist es dann nicht so toll, aber die haben eben auch einen anderen Einlaufbeutel noch für unterwegs. Und ein Klistier habe ich auch noch getestet, der ist hier drin. Und zwar ist es das hier, ein Klistier. Damit kannst du einfach direkt dann für die Darmreinigung direkt reinpumpen. Und ja, aber ich möchte euch erstmal auf den hier eingehen. Und zwar den Beutel, den ich vorher habe, im Vergleich mal zu dem hier. Es war ein einfaches Gerät, wie gesagt, ich verlinke es auch mal unten drunter. Und hier ist eben schön, sonst hatte ich den nie BPA frei. Also der Schlauch ist BPA frei, ohne Weichmacher. Also da ist kein Bisphenol A drinnen. Und das halte ich schon für ganz wichtig. Ist ja unnötig, wenn man gleich nochmal dann, wenn man den Darm reinigt, gleich wieder neue Giftstoffe reinspült. Natürlich ist der Reinigungseffekt auch da, finde ich, immer höher. Aber trotzdem, tja, man sollte da eben einfach nicht unnötig noch mehr reinpumpen. Und dementsprechend, ja, was ich bei dem Gerät eben jetzt viel schöner fand, das Gerät, wo ich vorher hatte, war immer ein bisschen undicht, das hat ein bisschen geleckt. Und hier sind die Verbindungsstücke einfach super angenehm. Es ist alles super dicht und der Schlauch ist schön weich. Er ist nicht irgendwie hart und porös, es ist wirklich sehr angenehm. Und genauso, was ich dann auch eben sehr gut fand, es sind verschiedene, ja, Einführspitzen mit dabei. Und es sind auch ein paar härtere mit dabei. Genau, das sind die weicheren, die finde ich wirklich am angenehmsten. Die sind echt sehr schön. Es ist auch hier eben das Verbindungsstück, ist auch super angenehm zu reinigen eben. Auch mit dem Behälter, ich finde es echt gut. Du lässt einfach nur einmal Wasser durchlaufen. Und bei der Spitze genauso. Du kannst dann noch das Verbindungsstück hier extra rausmachen. Zack. Und kannst es dann einzeln reinigen.
Genau, und wie gesagt, das Angenehme fand ich hier wirklich die Spitze. Hier das Loch ist auch seitlich zum Auslaufen. Und ja, super angenehm, keine Probleme mit gehabt. Fand ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, mit dem Edelstahlbehälter finde ich es halt top. Für daheim, für unterwegs vielleicht nicht so toll, aber der andere Einlaufbeutel von Imtal ist eben auch ja, BPA-frei und ohne Weichmacher. Und genauso wie der Klistier hier. Ich wollte eigentlich, Henry hatte mir das berichtet, er hatte eine Glyso-Pumpe verwendet. Glyso-Pumpe ist nochmal der Unterschied. Also beim Klistier hier jetzt, du hast nur diese kleine Wassermenge. Also hier hast du eben eine Wassermenge von 2 Litern. So, und dann hast du eben die Klemmschraube und du lässt das Wasser reinfließen. Dann musst du es zwischendrin auf und zu machen. Hier kannst du auch mit einer Hand, muss man ein bisschen üben, von der Richtung muss man es in die Hand nehmen am besten. Geht einfacher dann. Und dann läuft das Wasser eben. Manche finden es da angenehmer, dass das Wasser nicht ständig reinläuft, wenn es dann mal zu viel wird. Ist eben der Vorteil dann bei so einem Klistier, wo du dann einfach selber das Wasser reinpumpst. Du hast halt hier nur 230 Milliliter und hier eben ja, 2 Liter. Bei dem ist es für unterwegs vielleicht auch ganz angenehm. Ein bisschen doof ist eben, dass es einfach nicht so ein großes Volumen hat und du musst dann ein paar Mal ja, auffüllen. Aber du drückst eben direkt und du presst nur das Wasser rein, wenn du das dann selber möchtest. Das ist halt wirklich ein Vorteil. Und es kann ein bisschen angenehmer sein, gerade wenn man am Anfang das Druckgefühl noch nicht so kennt und wenn das dann beim Gerät einfach weiterläuft. Ja, nicht so toll. Und hier gibt es eben auch noch Modelle Glyso-Pumpen. Da ist es dann so, dass du hier praktisch einen Ballen zum Pumpen hast, aber trotzdem noch einen Schlauch, der weiter in ein Wasserbecken führt und dann musst du es auch nicht auffüllen, dann saugst du es hier mit an und reißt es gleichzeitig rein. Ist eben auch von Vorteil. Genau. Aber ja, ich finde das Modell eigentlich am angenehmsten, beziehungsweise eben das andere einfach für unterwegs, wo man dann einfach 2 Liter drin hat, einmal auffüllt und dann mit Schlauch und nachfüllen. Und genau, ich verlinke alles unten drunter, wie gesagt. Und ja, das ist eben das, was ich jetzt empfehlen würde, weil es halt einfach BPA-frei ist. Das findest du selten. Und was ich noch sehr cool fand, hatten dann auch noch verschiedene Aufsätze mitgeschickt. Tasche ist mit dabei, wenn du es transportieren möchtest, finde ich auch immer sehr schön. So, die Aufsätze kannst du auch noch nachbestellen. Und ja, dann kann man auch hier, das ist eben noch ein harter Aufsatz. Wie gesagt, ich finde die Weichen angenehmer. Und das war's eigentlich. Ihr könnt gerne unten drunter mal posten, was ihr bevorzugt. Ob Klistier, Einlauf, Behälter oder Beutel. Und tja, ansonsten wollte ich euch eben vorstellen. Ihr hattet gefragt und das ist das, was ich im Moment benutze, nur empfehlen kann. Empfehle ich auch immer bei den Fasten, die ich mache. Und ja, wie gesagt, ich kann es jedem nur ans Herz legen, gerade wenn ihr die Ernährung umgestellt habt oder umstellt. Es ist einfach extrem unterstützend, den Darm dazu reinigen. Und ja, schaut euch einfach das andere Video auch nochmal an. Und wie gesagt, ansonsten ja, wünsche ich dir noch viel Spaß beim Ausprobieren. Und lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.